Ich glaube, wir können im physischen wie im geistlichen Bereich beobachten, dass der Geist Gottes sich zurückzieht. Dann übernehmen die Vögel rund um die Uhr ein Sinfonieorchester. Gott sagt uns damit, dass er für uns sorgt. Warum bist du so fasziniert von alten Steinen? Ah, wie du siehst, bin ich schon selbst eine Fossilie. Walter, das war ein wunderbarer Anblick. Zwei Flusspferde, die uns anschauen. Das ist ein schönes Fleckchen hier, wenn man die Trockenheit zurzeit bedenkt. Walter, ich glaube, wir sind hier in einer Kathedrale. Das ist Gottes Kathedrale. Er hat sie entworfen und gebaut. Und weißt du was? Wenn es dunkel ist, hört man Musik, die Natur. Das sagt mir viel. Wenn es dunkel wird im Leben, schickt Gott uns Musik. Heute früh habe ich der Nachteule gelauscht. Sie singt bis Sonnenaufgang und dann übernehmen die Vögel ein rund um die Uhr Sinfonieorchester. Gott sagt uns damit, dass er für uns sorgt. Ja, das stimmt. Aber sag mal, Walter, wenn ich das hier betrachte und dann den Fernseher einschalte, habe ich eine kognitive Dissonanz. Es klingt ganz anders. Hier hört sich alles gut an, in Harmonie mit dem Schöpfer. Was passiert bloß auf der politischen Bühne? Ich mache mir Sorgen. Es ist ja nicht nur die politische Bühne. Du weißt ja, die Bibel sagt, die Erde wird zerfallen wie ein Kleid. Wir erleben momentan die schlimmste Dürre seit 105 Jahren. Die Flusspferde, von denen wir gerade zwei gesehen haben, sterben zu Hunderten. Ihre Kadaver liegen überall in und um den Krügerpark. Diese physische Dürre, hier direkt am Fluss, sieht man ja nicht viel davon, deutet auf eine andere Art von Trockenheit hin, nämlich die geistliche Dürre der Menschheit. Willst du damit sagen, es wird noch schlimmer? Mir scheint, es wird noch schlimmer werden. Die Schrift sagt über die physische Welt, dass sie wie ein Kleid zerfallen wird und ihre Bewohner wie die Fliegen sterben. Nicht nur Afrika ist von dieser Trockenheit betroffen, auch China. Die ganze chinesische Ostküste ist furchtbar ausgedörrt. Wo früher Reisfelder im Wasser standen, ist jetzt nur noch Wüste.
So, wie passt das zum heutigen Wohlstandsevangelium? Ich glaube, wir können im physischen wie im geistlichen Bereich beobachten, dass der Geist Gottes sich zurückzieht. Unser eigenes Land, Südafrika, versinkt politisch und ideologisch im Chaos. Und ich denke, diese Unzufriedenheit, die damals bei der Französischen Revolution zu diesem Ausbruch von Gewalt führte. Revolution. Spürt man weltweit, nicht nur hier. Nimm nur mal, was sich vor ein paar Tagen im Parlament abspielte, als die Opposition gewaltsam entfernt werden musste und man im Fernsehen sah, wie Frauen ins Gesicht getreten wurde. Das ist doch unfassbar. Diese Leute gehören zur Staatsführung. Und das lässt auch in uns Wut aufkommen. Aber es ist nicht nur hier. Egal in welches Land man reist, überall herrscht dieselbe Unzufriedenheit. Auch in Europa wächst es. Und so entstehen immer mehr politische Lager. Der ganz rechte Flügel ist in der ganzen Welt auf dem Vormarsch, ob in Europa, in den Amerikas oder in Afrika. Die Leute haben es satt, aber sie wissen nicht, was sich ändern soll. Und wenn man den geistlichen Zustand der Staaten anschaut, einerseits macht man viel Wirbel um das religiöse Zusammenrücken. Andererseits sehen wir einen furchtbaren Niedergang, wo sämtliche Normen und jahrtausendalte Werte nicht nur aufgelöst, sondern durch Gesetzgebung ins Gegenteil verkehrt werden. So, wie lautet deine Prognose? Meine Prognose ist, dass wir in dem Maße, wie wir uns von biblischen Maßstäben und Standards wegbewegen und dem, was Rechtschaffenheit heißt, das Chaos zunehmen wird. Und je chaotischer es wird, desto mehr wird man nach Gesetzen rufen, die in die gegenteiligen Richtungen gehen. Und am Ende wird man, ohne es zu wissen, Gesetze gegen Gott erlassen. Aber tragen Sie dafür überhaupt Verantwortung, wo doch keiner mehr an die Bibel glaubt? Nun, lieber François, du hast dich schon immer für Archäologie interessiert. Wie oft warst du im Mittleren Osten? Du weißt doch, als David mit Zählen anfing, musste er einen von drei Flüchen wählen. Also, es war oft, Walter. Gott war gut zu mir. Es ist Zeitraum von 40 Jahren. Jedes Jahr in den Mittleren Osten, mal in den Irak, mal in Iran oder Türkei, Libanon, Syrien und viele Orte. Wir nennen es die Levante. Warum bist du so fasziniert von alten Steinen? Naja, wie du siehst, bin ich selbst schon steinalt. Das Alte liegt mir einfach. Man hat mir gesagt, dass du mit 80 Frührentner geworden bist. Ist das richtig? Nein, ich war 76, Walter. Aber ich bin darüber weg. Du bist darüber hinweggekommen, dass sie dich mit 76 schon in Rente geschickt haben. Wenn man Probleme aus einer Schule sieht, macht das froh. Heute habe ich mehr zu tun als je zuvor. Ich kann Forschung betreiben. Was interessiert dich so an diesen alten Steinen? Weißt du, als im Theologiestudium Archäologie drankam, habe ich mich damit beschäftigt. Und dieser innere Eindruck drängte sich auf. Mann, die Bibel erwähnt die ganzen Orte. Wäre es nicht toll, dorthin zu reisen und die Bibel sich selbst bestätigen zu lassen? Und irgendwie hat der Herr mein Gebet erhört. Jedes Jahr war ich an einem neuen Platz und habe Neues gelernt. Und ich wollte dir nur sagen, Walter, die Bibel ist wahr. Wann ist die Archäologie als Wissenschaft eigentlich entstanden? Ein interessantes Datum ist das.
Merrill Unger sagt in seinem Buch 1798, als Napoleon in Ägypten einfiel, sei das Geburtsjahr der Archäologie. Was geschah 1798? Nun, das kannst du mir ja aus der Prophetie beantworten. Für ihn war 1798 die Geburt der biblischen Archäologie. Warum? Wegen des Rosetta-Steins? Ja, Napoleon schickte alle Wissenschaftler nach Ägypten, um das Rätsel zu lösen. Darum sagt der große Unger, 1798 ist das Jahr. Du findest es in seinem Buch. Es gibt ja noch ein anderes wichtiges Jahr in der Archäologie, und das ist 1844. In diesem Jahr wurde die elamitische Keilschrift entziffert. Und zum ersten Mal konnte man nun Dokumente aus Babylon lesen. Was für eine Entdeckung! Und aus dem Assyrischen Reich. Ja. Gut, wir haben also diese zwei für die Archäologie bahnbrechenden Jahre. 1798 wurden die geheimnisvollen Hieroglyphen entziffert. 1844 wurde die Keilschrift entziffert. Wann wurde eigentlich Babylon entdeckt und von wem? Tja, dieses Verdienst gebührt den Deutschen. Es war Caldeway, 1904. Er transportierte alle Ziegel ins Pergamonmuseum, wo ich dich fotografiert habe. Dort ist das wundervolle Ishtar-Tor in seiner ganzen Pracht zu sehen. Genauso wie die Bibel den Glanz Babylons beschreibt. Ja, und die Prozessionsstraße mit den Löwen seitlich. Weißt du, was sehr interessant ist? Auf dem Ishtar-Tor sind Löwen, aber auch eine andere seltsame Kreatur, die ganz anders aussieht als heutige Tiere. Anscheinend ein mythologisches Wesen. Du meinst Bel-Marduk? Ja. Was für ein Wesen war das? Also ich glaube, das war so eine Art Leviathan. Du weißt nicht so genau, was das war. Es verkörpert aber auch einen Fisch und dies und jenes. Sie haben alle möglichen kosmischen Tiere in eins kombiniert. Das ist eine Möglichkeit. Die andere, dass es damals Tiere vielleicht gab, die heute nicht mehr existieren und die in der Bibel Drachenwesen genannt werden. Was mich zur Evolutionstheorie bringt. Nun ja, wann wurde Babylon mit seinen Keilschriftsteinen denn entdeckt? Darunter die babylonischen Chroniken, nicht wahr? Ja, sechs Stück. Und sie berichten von einer weltweiten Flut, oder? Ja, ebenso die Nabonid-Chroniken und die Tontafeln von Ebla, die wir in Syrien besichtigt haben. Das Faszinierende ist, es war eine polytheistische Gesellschaft, aber es gab Monotheisten unter ihnen. Denn auf einer Tafel konnten wir lesen, Gott schuf. Sie haben sogar ein Lied zu Ehren des Schöpfergottes. Monotheismus. Nun gut, diese Ebla-Tafeln. Wir haben es ja sogar geschafft, sie zu fotografieren. Ich erinnere mich daran, denn überall, wo man hingeht, ist das Fotografieren in den antiken Museen ja eigentlich verboten. Aber diese Informationen über die Ebla-Tafeln sind in der Öffentlichkeit so wenig bekannt und unter schwierigsten Umständen konnten wir es ja schaffen, sie zu fotografieren. Bevor ISIS sie alle zerstört hat. Ich weiß nicht, ob sie alle zerstört wurden, aber mit Sicherheit viele. Oder sie wurden gestohlen oder sind nicht mehr verfügbar, richtig? Wie traurig. Ich habe ein Bild von dir vor dem Museum in Idlib. Man hat die Tafeln in Ebla ausgegraben und in etwa 30 Kilometer entfernten Idlib ausgestellt, wo ich dich fotografiert habe und du die Tafeln. Man kann aber auch einfach ins Internet gehen und lesen, was auf diesen Tafeln entdeckt wurde. Weißt du, die Lebensgeschichten von Abraham, Isaak und Jakob werden so lebendig dabei, weil ihre Sitten,
ihrer Zeit auf den Tontafeln beschrieben sind. Man behauptet also, dass diese Personen nur ein Mythos seien. Aber hier sehen wir sie von einer nicht-hebräischen Kultur in Stein gemeißelt. Es bestätigt die Aussagen der Bibel. Aber was die babylonischen Chroniken angeht, die Geschichte einer globalen Flut findet sich ja nicht nur bei den Babyloniern, sondern in jeder einzelnen Kultur der Erde. Bei den amerikanischen Ureinwohnern, in Südamerika bei den Azteken, in den Legenden der Hindus, in den chinesischen Legenden, in den afrikanischen Legenden. Und obwohl zwischen diesen Gebieten ganze Kontinente liegen, ist der Kern der Geschichte immer derselbe. Eine weltweite Flut, ein Schiff, jemand, der die Tiere sammelt und so weiter. Aber die Wissenschaft heute sagt, es gab keine weltweite Flut. Aber denk dran, Utnapishtim war Noah. Die Ebla-Tafeln und der Gilgamesch-Epos sprechen von einer Flut, die den ganzen Planeten bedeckte. Also, sie glaubten an eine weltweite Flut. Aber ihr Wissenschaftler fragt, wie kann man an eine Sintflut glauben? Nun, die Wissenschaft muss die Sintflut leugnen. Besonders, weil sie die Menschheit und damit den Evolutionsprozess betreffen würde. Alles hätte sich dann von den ersten Anfängen bis zum Menschen entwickelt. Homo sapiens. Der Homo sapiens wäre bereits da. Aber wenn dann eine weltweite Flut die Erde bedeckt und alles irdische Leben vernichtet, müsste die Evolution von vorne anfangen, weil die Basis ausradiert wäre. Sie müssten nochmal zurück zum Fisch und dann zum Frosch, dann zum Reptil, dann zum Säugetier und schließlich zu den diversen Familien und Spezies, die heute existieren. Die ganze Entwicklung müsste noch einmal durchlaufen werden. Warum hast du als Evolutionist dich für Kreation entschieden? Nun, im Anfang hielt ich den Kreationismus für Dummheit. Im Denken eines überzeugten Evolutionisten ist für so eine Vorstellung kein Platz. Aber im vierten Gebot steht doch, in 6 Tagen schuf er. Ja, aber das fand ich lächerlich. Fakt ist aber, wenn man die Geologie betrachtet, dass es auf der ganzen Erde eine Kreideschicht gibt, die sogenannte Kreidezeit. Und wenn sie weltweit ist, muss die ganze Erde einmal vollständig und gleichzeitig von Wasser bedeckt gewesen sein. Denn diese Kreideschicht besteht aus den Skeletten und Mikroskeletten von Wasserlebewesen mit Panzern aus Calciumcarbonat. Daraus macht man Kreide. Alles muss einmal gleichzeitig bedeckt gewesen sein. Evolution ist damit unmöglich. Geologisch ist es aber eindeutig. Also versuchen die Geologen, die Flut regional zu begrenzen und weltweite Legenden gehen auf einen Noah-Mythos zurück, wo die Tiere gesammelt wurden. Aber merkst du, wie unlogisch das ist? Warum sollte Noah Tiere sammeln und retten, wenn es nur eine lokale Flut war? Dann hätten sie an den übrigen Orten sowieso überlebt. Ein gutes Argument. Ich meine, wenn du in diesem Tal leben würdest und eine Flut käme, würdest du doch zu höheren Orten aufsteigen, oder? Oder würdest du lieber ein Schiff bauen und jedes Tier aus dem Tal retten? Nein, denn nur ein Tal weiter würden die Tiere ja weiterleben. So etwas würde man nicht machen. Man kennt ja Flutberichte,
Archäologen entdecken Überschwemmungen in Mesopotamien. Ja. Und man hat versucht, mit diesen Funden eine globale Flut zu beweisen. Aber das funktioniert nicht. Nein. Aber warum haben die Azteken Flutgeschichten? Und warum die Völker im Osten? Doch wechseln wir das Thema. Babylon. Dieses herausragende Bauwerk existiert nicht mehr. Wie ein Prophet vorhersagte, würde Babylon zerstört werden und unbewohnt bleiben und zur Behausung von Eulen, Schakalen und wilden Tieren werden. Obwohl es noch immer das fruchtbarste Gebiet im Irak ist. Im Grunde also ein idealer Platz für eine Stadt, oder? Ja, aber es geschieht nichts. Faszinierend. Saddam Hussein wollte es wieder aufbauen, aber bald darauf stieß seinem Regime etwas Überraschendes zu und ich glaube, er hat die Idee wieder aufgegeben. Die Geschichte war gegen ihn. Wenn man die Ruinen des alten Babylon besichtigt, er nahm 60 Millionen Ziegel und begann, Nebukadnezars Säulen im Süden zu restaurieren. Wunderschön, Mann! Ich war hin und weg. 4-mal war ich dort. Doch am Eingang Babylons ist ein riesiges Gemälde mit Saddam Hussein darauf, direkt vor ihm ein Bild von Nebukadnezar bzw. Nabucodonosor und auf der anderen Seite des Gemäldes Kyros, der Babylon am 12. Oktober 539 einnahm. Und am Fuß des Gemäldes sind Schusswaffen und Soldaten. Und dort steht, wenn du versuchst, mein Land einzunehmen, peinlich, peinlich. Daraus wurde ja nichts. Er hatte kein Glück. Nun, die Bibel spricht auch von Babylon oder Babel, eine faszinierende Geschichte. Ganz am Anfang geht es um Babel, wo alle Völker sich gesammelt hatten. Die Menschheit war eine Familie. Alle hatten dieselbe Sprache. Dann, sagt die Bibel, wurden die Sprachen verwirrt. Ich denke, dass Gott das tat, um die Völker zu trennen. Denn solange sie vereint waren, standen ihnen alle Möglichkeiten offen. Sie brauchten Gott nicht. Damit war auch ihre Erlösung in Gefahr. Denn wenn man Gott nicht braucht, sucht man auch keine Beziehung mit ihm. Have a relationship with him because you don't want the relationship with him. And then the und das Tor zur Vergebung bleibt geschlossen. Um also die Menschen in einer Lage zu halten, wo sie auf die Hilfe einer höheren Macht angewiesen waren, zerteilte er die Sprachen. So sagt es die Heilige Schrift. Gibt es dafür eigentlich auch Hinweise aus der Archäologie? Mann, die Frage gefällt mir. Man hat eine Tontafel entdeckt. Das goldene Zeitalter des Sumers. Hier hat man eine Hälfte der Tafel entdeckt, die andere erst 16 Jahre später. Auf der ersten Tafel heißt es, jeder sprach dieselbe Sprache. Aber das Wort sprach fehlte. Sie mussten 16 Jahre auf den Rest warten, wo es heißt, jeder, die ganze warum Welt. Warum 16 Jahre? Die Tafel war also durchgebrochen und man fand zuerst die eine Hälfte und dann die andere? Nach 16 Jahren. Damit ist die Geschichte komplett. Es gab eine Zeit, wo jeder dieselbe Sprache sprach. Okay. Und dann passierte etwas, ein großes Durcheinander und jetzt haben wir verschiedene Sprachen. Und diese Tontafel ist heute wo? In einem Museum? Im Britischen Museum. Ja, da kannst du es dort mit eigenen Augen lesen. Die Bibel ist also kein Märchenbuch. Nein. Und dann der Name Babilu. Bab ist aramäisch und heißt Tor. Ilu ist eine der vielen Götter. Dieses System versteht sich als Weg zur Erlösung. Ich habe das sumerische Wort für Babylon nachgeschaut. Es ist Kadingir-ra. Kadingir-ra. Erlösung durch das System Babylons. Anders gesagt, wer Erlösung wollte, musste Teil des Systems werden und sich dem System unterwerfen.
Ist das der Grund, dass Nebukadnezar sagt, jeder muss ihn anbeten? Ja. Wo war noch einmal diese Stelle mit der Inschrift, die so verblasst war, dass sie nicht mehr lesbar war? Und du warst völlig aus dem Häuschen, aber ich habe nur Felsen gesehen. Wo war das nochmal? Walter, das war wirklich ein fantastisches Erlebnis. Wir aßen mit den Leuten an der Universität. Sie hatten uns zu Mittag eingeladen. Es gab ein bisschen Tratsch. Du weißt ja, wie die Leute klatschen gerne. Und dann fragte ich sie, ob es noch andere Inschriften gibt, außer der von Nebukadnezar am Nar el Kelb, wo wir schon waren. Sie sagten ja, im Wadi Brisa. Inzwischen hat man noch zwei andere entdeckt, wo Nebukadnezar durch einen Löwen repräsentiert wird. Interessant, weil das auch in Daniel 7 vorkommt. Also fuhren wir dorthin. Es lag Schnee und wir konnten die Stelle nicht finden. Ich war nur am Beten. Und schließlich fanden wir Leute auf einem Traktor, die uns zu den gewaltigen Inschriften auf beiden Seiten der Straßen führten. Enorm! Man sieht Nebukadnezar mit seinem Hut und einige Inschriften. Ich habe Bilder gemacht. Wer hat diese Inschrift entziffert? Und wo hast du die Leute aufgestöbert? Ich weiß noch, wie schwer du dich mit der Suche getan hast. Was steht denn nun auf diesen Steinen? Ich habe die Bilder zu zwei berühmten Universitäten in meinem Land mitgenommen. Einer war Professor für Sumerisch, er konnte es nicht entziffern. Ein anderer musste ebenfalls passen. Aber an meinem 80. oder 90. oder 100. Geburtstag, ich weiß nicht mehr genau, Walter, bekam ich Annette geschenkt, die hübscheste Frau meines Lebens. Es ist die Abkürzung für antike Nahost-Texte. Und in diesem Buch fand ich eine alte Übersetzung ins Deutsche. Und sie lautet, Walter, ich, Nebukadnezar, errichtete zu meinen Ehren einen gewaltigen Obelisk. Wo kommt das im Buch Daniel vor? Er hat ein Standbild aufgerichtet. Ja, in Daniel 3. Erzähl uns davon, denn das sind Typen für die Endzeit. Was meinst du mit Typus? Was ist ein Typus? Jesus erklärte, was ein Typus ist. Er sagt, mehr als der Tempel ist hier und meint damit sich selbst. Der ganze Tempel als etwas Kleineres, Historisches, weist also auf ihn hin. Mehr als Jona ist hier. Auch alle Propheten weisen auf Jesus hin. Mehr als Salomo ist hier. Damit zeigt er, was Typologie ist. Es geht um ethnische, geografische, historische Gegebenheiten und Ereignisse, die auf die Endzeit hinweisen. Nun, die Bibel spricht ja von einem Babylon der Endzeit. Dann ist alles, was wir im Buch Daniel über das wörtliche Babylon lesen, ein Typus für das, was im endzeitlichen Babylon geschehen wird. Ja, sehr gut. Das heißt, es ist hilfreich, das Alte Testament zusammen mit der Archäologie zu studieren. Okay, zurück zu Nebukadnezar. Er hat also laut Inschrift dieses Bildnis aufgestellt und jeder sollte sich davon niederwerfen. Ja, zu seinen Ehren. Er gibt sich arrogant, denn er hat Libanon, Syrien, Jordanien, Israel eingenommen, die sogenannten Levante. Daher kommt der Name ISIL, Islamischer Staat im Irak und in der Levante. Okay, interessant. Sie wollen eine neue... Da willst du mir damit sagen, dass wir typologisch wieder in die Zeit zurückgehen, als das Babylonische Reich seinen Höhepunkt hatte und seine Macht zerstört wurde, und dass das Gleiche am Ende noch einmal passieren könnte? Ja, die neue Organisation ISIL. Islamischer Staat in der Levante. Aber das sind ja auch nur die Gehilfen anderer. Selbst Putin nennt sie nicht ISIL oder Islamischer Staat.
Islamic State. Er nennt es den sogenannten islamischen Staat. Er hat eine faszinierende Rede vor der UNO gehalten, wo er durchblicken ließ, dass diese Organisationen von anderen Mächten geschaffen wurden mit einer bestimmten Absicht. Erstaunlich, wie die ganze Welt sich immer mehr im Gleichschritt bewegt. Erst kürzlich gab es eine Unterschriftenzeremonie für die Einheit aller Religionen, wo es hieß, alle würden denselben Gott anbeten. Aber einige dieser Religionen haben keinen persönlichen Gott, sondern einen pantheistischen, der mehr oder weniger in diesem Baum verkörpert ist. Pantheismus. Ich bin Gott und du bist Gott und Gott ist im Gras und alles um uns herum ist Teil dieses pantheistischen Gottes. Die Buddhisten zum Beispiel sagen ganz klar, dass sie keinen persönlichen Gott haben, keine persönliche Beziehung. Aber ohne persönlichen Gott gibt es auch keine persönlichen Regeln, sondern nur natürliche. Und das nennt man Naturrecht. Und die Länder tun sich zusammen. Südafrika zum Beispiel ist Teil der BRICS-Staaten. Man sucht die wirtschaftliche Einheit. Im Norden, im Osten, alles geht in Richtung Weltregierung. Ist das nicht das Gleiche wie damals in Babylon? Und jeder musste sich vor Nebukadnezar, vor diesem arroganten Priesterkönig beugen und vor ihm kuschen. Er verkörperte die Einheit von Kirche und Staat. Und wer sich diesem Machtsystem nicht fügte oder es anerkannte, naja, der landete eben im feurigen Ofen. Waren diese drei Männer eigentlich Sabbat halt? Ja, sie hatten den Sabbat als Ruhetag. Lebten sie nach der Gesundheitsreform? Ich glaube, Daniel folgte der Gesundheitsreform, ja. Sie hatten also bestimmte Prinzipien, die es ihnen nicht gestatteten, den Priesterkönig als König, als Herrn, als Haupt, als Gott anzuerkennen. Weil die 10 Gebote sagten, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Es ist also kein Gott, den jeder sich passend machen kann. Es ist ein ganz bestimmter Gott mit einem ganz bestimmten Charakter. Und dieser Charakter, so sagt die Schrift, ist im Angesicht einer Person namens Jesus Christus erkennbar, der gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. In ihm war ursprüngliches Leben. Er sagte, ich lasse mein Leben und nehme es wieder. Er ist ein sehr persönlicher Gott, kein diffuser, undefinierter, sondern mit klaren Regeln. Und dieses System, das heute in der Welt entsteht, ganz ähnlich dem alten Babylon, wird noch einmal, so glaube ich, mit denen aneinander geraten, die diesen ganz bestimmten Gott anbeten. Und zwar auf ganz bestimmte Weise anbeten. Die Bibel sagt, dass Babylon die Mysterienreligion aus 3 Teilen besteht: dem Tier, dem Drachen und dem falschen Propheten. Und diese Teile werden dann im Detail beschrieben. Der Drache steht für alle Formen des Spiritismus. Denn Paulus sagt,
Jeder, der nicht diesen einen speziellen Gott anbetet, verehrt zwangsläufig andere Mächte. Und dann haben wir das Tier. Und das wurde sehr, sehr gründlich von den Reformatoren untersucht und identifiziert. Und den falschen Propheten. Dieser steht für Zeichen und Wunder, für religiöse Euphorie. Und diese drei Komponenten wirken zusammen. Mal abgesehen davon, wer sich hinter ihnen verbirgt, ist es nicht faszinierend, wie diese religiösen Strömungen heute zusammenlaufen? Vor einigen Tagen war in der Zeitung Die Zeit ein Bild von Christus, der sich verwirrt an den Kopf fasste und fragte, warum zwei Kirchen? Damit waren evangelische und katholische Kirche gemeint. Warum zwei? Wir sollten uns alle zusammentun. Fallen wir nicht zurück in babylonische Zustände? Weißt du, François, wenn es eine Sünde gibt, die Gott niemals geduldet hat, dann ist es der Synkretismus. Du meinst Ahab und Isabel? Exakt. Isabels Vater, Et-Baal, wird übrigens in assyrischen Schriften erwähnt. Es war toll für mich, das zu entdecken. Ah, okay. Die Archäologie bestätigt Et-Baal also auch. Ja. Die Vergangenheit ist ein Typus für die Zukunft. Und die Archäologie untermauert das. Ja. Wo hat Et-Baal denn gelebt? In welcher Stadt? In Tyrus. In Tyrus. Welches eine interessante Ausgrabungsstätte ist. Ja, und Hesekiel 28 enthält auch Typologie. Ich war mal dort. Ein tolles Erlebnis war das. Und übrigens, machen sie gerade Ausgrabungen im Meer, im Hafen von Tyrus. Und es zeigt sich, dass die biblischen Angaben über Tyrus korrekt sind. Fantastisch! Immer mehr Fakten kommen ans Tageslicht. Tyrus ist ja die Stadt, die ins Meer geworfen wurde. Ja, Hesekiel hat 582 vorausgesagt, dass man die Stadt ins Meer schütten würde. Jerusalem wurde zerstört, so sagt es Hesekiel. Das war vor Christus. Genau, Walter, vor Christus. Und dann kam Nebukadnezar und zerstörte die Stadt Tyrus. 13 Jahre brauchte er dafür. Danach war seine Kreditkarte überzogen. Überzogen. Ungültig. Aber er zerstörte die Stadt und die Bewohner flohen auf eine Insel im Meer. Wir waren dort und fast 3 Jahrhunderte lang trotzten die Ruinen der Weissagung, dass man sie ins Meer werfen sollte. Sagte der Prophet nicht auch, dass sie zu einem kahlen Felsen werden sollten? Ja, und wir gingen nach Baalbek in der Bekaa-Ebene mit den riesigen Säulen. Eine wiegt 2000 Tonnen. Baalbek war klein im Vergleich mit Tyrus. Trotzdem sagt die Bibel, die gesamte Stadt sollte ins Meer geworfen werden. Und ich habe Bilder, wie du, Walter, zwischen den Trümmern stehst. Die Prophezeiung hat sich erfüllt, lieber Walter. Er hat diese Steine also ins Wasser geworfen, weil er diese Insel Neu-Tyros einnehmen wollte, richtig? Ja, 7 Monate brauchte er dafür. Und er konnte sie mit seinen Schiffen nicht angreifen, weil die See rundum abgesichert war. Also nahm er die alte Stadt, warf sie ins Meer, füllte die Lücken mit Erde auf, ritt zu Pferd hinüber und nahm die Stadt ein. Wie spannend. Die Bibel ist eben faszinierend. Nochmal zur Typologie von Et-Baal, dem Vater Isabels. Isabel heiratet Ahab und verführt das Volk zur Sonnenanbetung des Baalskultes. Und irgendwann gab es mehr Baalspriester als Priester des lebendigen Gottes. Nur einer blieb übrig. Nun, das dachte er zumindest. Aber jemand versteckte einige Priester in Höhlen und ernährte sie. Faszinierende Geschichte, nicht wahr?
Mit anderen Worten, Gott hatte noch ein Volk, hier und dort. Aber Babylons Religion hatte die formale Vormachtstellung im Land. Und Gottes Volk musste sozusagen aus Höhlen heraus predigen, versteckt wegen der Verfolgung. Eine spannende Typologie, wenn man das auf die Gegenwart überträgt. Ja. Und eben genau dieser Name, Isebel, und genau dieser Name, Babylon, tauchen in der Offenbarung wieder auf, in der Endzeit. Isebel als Frau ist ein Typus für die Kirche, für eine Kirche. Und diese Frau handelt mit Purpur und Scharlach. Sie hat eine religiöse Seite, denn sie verführt Gottes Kinder. Aber dann sitzt die Frau, also diese Kirche, auch auf einem Tier. Und das ist eine politische Macht, die du in Baalbek gesehen hast. Die ich in Baalbek sah, richtig. Und das Tier hatte 7 Köpfe. Die alten Propheten verstanden dieses Bild. Der Gott Marduk zum Beispiel wird gezeigt, wie er einen der 7 Köpfe des Drachen tötet. Das gleiche Bild findet sich in der Offenbarung, wo ein Kopf des Drachens eine tödliche Wunde erhält, die später wieder heilt. Und die ganze Welt staunte hinter diesem System her. Das heißt, sie übernahmen seine Denkweise. Interessanterweise genau das, was Nebukadnezar vorgehabt hat, dass jeder denkt wie er. Ist dies nicht das große Babylon, das ich erbaut habe? Und in der Inschrift Wadi Brisa verspricht er, wer mir treu ist, wird davon materiell profitieren. Materiell? Ja. Man kann also kaufen und verkaufen. Genau. Aber wer untreu ist, kann nicht kaufen und verkaufen. Ja. Faszinierend. Glaubst du, es gibt heute einen religiös-politischen Führer auf der Welt, der alles tut, um die Länder zu vereinen, die Grenzen zu öffnen und eine Menschheit und einen Glauben unter seiner Führung zu schaffen? Existiert heutzutage so eine Macht? Ja, weißt du? Die Leute wollten den israelitischen König Ahab gerne ins Reich der Müden verbannen. Aber dann wurde am Tigris die Kurkstele entdeckt. Und man las darauf den aramäischen Namen Ahabusirila. Was so viel heißt wie Ahab von Israel. Es ist also kein Mythos, nicht mythologisch. Dann gingen wir nach Diban in Jordanien. Ich glaube, du warst dabei. Dort entdeckte ein Deutscher die Mesha-Stele, auch Moabiterstein genannt. Und auch dort wird von Ahab erzählt. Nun, auf einem der Steine wird auch der Name Jehu erwähnt. Ja, auf dem schwarzen Obelisk. Der schwarze Obelisk. Du hast ihn im Britischen Museum fotografiert, die Szene mit dem Tributzahlen. Interessanterweise, er zahlt ja Tribut und kniet dabei vor dem assyrischen König. Salmanassar III. Siehst du, darum brauchen wir die Archäologie. Sie bringt die ganzen Puzzleteile zusammen. So steht es in der Kaltschrift. Und was ist nun auf seinem Kopf? Ja. Eine phrygische Mütze. Die phrygische Mütze wurde bei der Französischen Revolution getragen und ich fand es faszinierend, dass Condoleezza Rice in der Bush-Ära sagte, die gerade entstehenden Strukturen, die Eroberung von Ländern und die Verbreitung einer Ideologie unter Bush sei nichts anderes als die Fortführung der Französischen Revolution. Und das Spannende ist,
dass das US-amerikanische Militär genau diese phrygische Mütze als Symbol benutzt. Die phrygische Mütze steht für eine freie Bruderschaft im Dienst des Gottkönigs. Es war faszinierend zu sehen, wie Amerika Papst Franziskus begrüßte. So viel Pomp und Prunk. Und er folgt genau denselben Stationen wie ein neu gewählter US-Präsident. Zuerst ging er ins Weiße Haus, dann zum Kapitol, dann hielt er eine Rede zwischen den Faschien und dann trat er vor das Volk. Normalerweise kommen sie dabei aus der Tür und der Präsident zeigt sich dem Volk und spricht zur Nation. Aber der Papst sprach vom Balkon aus. Er ist höher als ein Präsident. Und was für eine pompöse Zeremonie. Und dann die Reformation 2017, wo das Kriegsbeil begraben werden soll, wie die Zeitung Die Zeit sagt. Warum zwei Kirchen? Warum Protestanten und Katholiken? Tun wir uns zusammen. Am Anfang waren wir eins, sie sollen wieder eins werden. Nur die eine steht für Erlösung durch Werke, die andere für Erlösung aus Gnade. Das Interessante ist nun, dass sie sagen, ja, wir werden erlöst aus Gnade durch die rettenden Werke Christi. Nach katholischer Lehre war Christi Tod für die Erlösung aber gar nicht nötig. Also, man kann durch gute Werke gerettet werden. Nicht nur die von Christus, sondern auch die der Heiligen, von Maria. Die sind alle Teil des Schatzes, den das Papsttum austeilen darf. Aber davon spricht die Bibel nicht. Sie spricht vom Blut des Lammes. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt, ohne Blutvergießen. Gibt es keine Sündenvergebung. Und er kommt wieder. Und er kommt zurück. Nun, das Blut ist so wichtig. Und weshalb? Weißt du, François, ich habe darüber sehr viel nachgedacht. Das Blut ist absolut essentiell. Denn die Bibel sagt immer und immer wieder, dass wir durch das Blut des Lammes erlöst werden. Durch seinen Tod erfahren wir Rettung. Warum musste Christus sterben? Wo doch alle anderen Religionen der Welt sagen, dass das nicht nötig war. Islam zum Beispiel sagt, wir bräuchten keine Versöhnung. Und deshalb hätte Gottes Sohn auch nicht sterben brauchen. Jemand muss mein Schuldenkonto begleichen. Ja, aber was ist meine Schuld? Du bist ein Übertreter, oder? Ich verdiene den ewigen Tod. Entschuldige, ich bin auch ein Übertreter. Der Lohn für Sünde, für die Übertretung des Gesetzes ist Tod. Tod. Wenn der Lohn für die Sünde also bezahlt werden musste, dann nur durch den Tod. Nun, wenn ich ewiges Leben erhalten soll, dann nur durch jemanden, der die Schuld bezahlt und dann sein Leben wieder aufnimmt. Und das kann nur Christus. Er muss also göttlich sein, denn er sagte, ich lasse mein Leben, damit ich es wieder aufnehme. Warum also hat er die Strafe bezahlt? Die Gerechtigkeit forderte den Tod des Sünders. Christus wurde Stellvertreter und Bürger. Er beglich die Schuld. Und wenn wir unserem Ich absterben, in ihm gibt er uns sein eigenes Leben. Warum musste er nun sterben? Weil die Sünde zum Tod führt. Aber was ist Sünde? Die Übertretung des Gesetzes. Das heißt, das Gesetz verurteilt uns zum Tod. Jetzt gibt es für Gott zwei Möglichkeiten. Er hätte das Gesetz aufheben und allen vergeben können, denn die Bibel sagt, ohne Gesetz gibt es keine Übertretung, richtig? Wenn das Gesetz aber unveränderlich ist,
Und er sagt ja, meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Das Gesetz wird bleiben. Nicht ein Jota, nicht ein Strichlein werden vergehen. Es ist sein Charakter. Es ist sein Charakter. Das Gesetz bleibt also. Es steht fest. Um der Gerechtigkeit willen muss der Tod stattfinden. Aber wer verkündet heutzutage noch, dass das Gesetz unveränderlich ist? Verbindlich. Verbindlich. Unwandelbar. Es gibt einen Krieg gegen das Gesetz. Alle Gebote oder nur einige? Ich denke, gegen eins. Es geht also ums Gesetz. Das habe ich verstanden. Aber die Welt heute kümmert sich nicht groß ums Gesetz. Das Gebot sagt, du sollst nicht töten. Aber die Leute glauben, es sei okay, einen Fötus zu töten. Und da gibt es so viele Abtreibungsgesetze. Und auch andere Gebote wurden verwässert. Ehre Vater und Mutter. Wir wissen, dass Kinderrechte heute wichtiger sind als Elternrechte. Und wir müssen alle Götter als gleich ansehen. Jeder muss seine Güter zur Verfügung stellen und so weiter. Aber es gibt ein Gebot, das ganz besonders problematisch ist, nämlich das vierte Gebot. Er schuf. Aber Walter, zum Schluss noch. Ich stieß auf eine faszinierende, tiefsinnige Aussage im Sumerischen. Ja? Ich sage es dir zuerst auf Sumerisch, dann übersetze ich. Und du musst uns dann sagen, was wir für die Zukunft zu erwarten haben. Mal abgesehen von den Katastrophen und dem Untergang am Ende. Hier steht Kishkiri. Das hat mit Holz zu tun. Der Zusammenhang verrät, was für ein Holz. Kishkiri Gub. Gub heißt gepflanzt. Und weiter steht da Mach. Das ist großartig. Es geht um Holz. Das nächste Wort heißt Sikil. Das Sumerische spricht hier also von einem gepflanzten Paradies. Fantastisch! Und es nennt dieses Paradies Sikil. Und das ist wie Shalom. Oder Assalamu Alaikum. Diese Begriffe, die alles Gute beinhalten, wie Friede, Sicherheit, Glück, ewiges Leben. Also schon seit der Zeit Abrahams haben sich die Menschen nach so einem Paradies gesehen. Sie haben davon geträumt und es in Gedichten ausgedrückt. Erzähl es uns doch etwas von dem Paradies, das nach dem Weltuntergang kommt. Und es ist interessant, François, dass die Bibel über dieses Paradies eine Menge zu sagen hat. Es gibt dort einen Lebensbaum, zu dem jeder Zugang hat, der den Erlösungsplan angenommen hat. Das Geschenk. Und wir lesen, dass wer die Gebote hält, Zutritt zu dem Baum des Lebens bekommt. So steht es in Offenbarung 22. Dieses Paradies gab es ganz am Anfang schon, als ein Beispiel dafür, wie die Welt damals aussah, beziehungsweise der Garten Eden. Und dieses Paradies wird wiederhergestellt werden. Und interessanterweise steht dort auch, dass die Menschen im Paradies den Sabbat halten werden. Sabbat für Sabbat wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten. Das Denkmal von Schöpfung und Neuschöpfung. Es ist also ein Zeichen für die Schöpfung und für die Neuschöpfung. Die Bibel sagt, in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und die Wasserquellen. Darum hat er dir geboten, den Sabbat heilig zu halten. Zum Gedenken an die Schöpfung. Das Schöne an der Schöpfung ist, dass ich damit nichts zu tun hatte. Es war alles Gottes Werk. Der Mensch konnte nur noch in der Vollkommenheit der Schöpfung ruhen.
Wunderbar. Was die Erlösung betrifft, so ist interessant, dass Jesu letzte Woche so detailliert beschrieben wird. Markus berichtet zum Beispiel über den Einzug in Jerusalem, dass Jesu Jünger ihn zum ersten Mal öffentlich als Messias ehren durften. Vorher hatte er das immer verboten. Aber nun erfüllte er die Prophezeiung und reitet auf einem Eselsfüllen hinein. Die letzte Woche wird sehr beeindruckend geschildert. Der große Kampf zwischen Gut und Böse steht ganz im Vordergrund. Es geht um das Prinzip der Selbstgerechtigkeit gegen das Prinzip der Selbstverleugnung. Und hier, wieder mal, als die Sonne unterging, am Freitag, direkt bevor der Sabbat anfing, ruhte Christus im Grab. Und er ruhte dem Gebot gemäß. Und auch so wie die Jünger das Gebot einhielten. Und am ersten Wochentag steht er auf und führt seine Mission weiter. Die Juden nennen die Sabbatruhe interessanterweise Menuha. Das Wort kommt in Psalm 23 vor. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Das ist die Art, die der Sabbat mit sich bringt. Es geht also nicht um Werke bei dieser Ruhe. Nein. Nein, es ist ein Ruhen in den vollendeten Werken der Schöpfung. Genauso wie bei der Neuschöpfung. So beschreibt die Bibel die Zukunft und den Lohn der Heiligen. Und in unserem Gang durch die Weltgeschichte konnten wir sehen, dass es eine Verbindung zwischen deiner Liebe zu Steinen und unserer gemeinsamen Liebe für topologische Parallelen zur Gegenwart gibt. Meinst du, dass es noch einmal um Gottes Gesetz gehen wird, wie bei Daniel und seinen drei Freunden, um einen Konflikt zwischen den Regeln Gottes und der Menschen, wo die treuen Kinder Gottes sagen, wir werden uns nicht beugen, wird die Auseinandersetzung ähnlich sein? Aber Walter, ich möchte gern perfekt sein. Aber je mehr ich mich bemühe, desto enttäuschter bin ich von mir selbst. Ich erreiche einfach keine Perfektion. Gibt es Hoffnung für mich? Du kannst Perfektion in Christus finden. Ah. In Christus, bedeckt von seiner Gerechtigkeit und verwandelt durch seinen Geist, können wir in unserer Sphäre so leben, wie er in seiner. Wie wird die Frucht vom Lebensbaum schmecken, Walter? Ich möchte sie eines Tages gerne probieren. Du hast die Wahl. Der Baum wird 12 verschiedene Sorten tragen. Ich hatte mal so einen Baum, auf den ich viele verschiedene Obstsorten aufgepropft hatte. Eine Art Mini-Lebensbaum. Der war wunderbar. Man konnte sich einen Pfirsich pflücken oder eine Pflaume. Toll. Hast du zum Schluss noch ein schönes Wort von Luther über Erlösung aus Gnade, Gerechtigkeit, aus Glauben? Luther hat mal etwas gesagt, das ich nie vergessen werde. Er sagte, einen Gott, der nicht für mich starb, den will ich nicht. Danke. Eine Freude, wie immer. Was machen eigentlich unsere Nilpferde? Gerade habe ich sie gehört.